Nicht nur ein Spitzenamt der USA zieht es Frauen, sondern auch in die Forschungsabteilungen steirischer Unternehmen. Während im übrigen Österreich eher wenig Frauen in diesem Bereich zu finden sind, liegt es in der Steiermark wohl an der Montanuniversität Leoben. Sie hat immer mehr Studentinnen und damit Absolventinnen. Und das macht sich auch in steirischen Betrieben bemerkbar. Das Forschungszentrum des Technologiekonzerns RHI im steirischen Leoben. Sandra Königshofer ist auf dem Weg ins Labor, um feuerfeste Materialien zu testen. Studiert hat die 28-Jährige an der nahegelegenen Montanuniversität. Königshofers Studienrichtung war industrieller Umweltschutz. Ihre Doktorarbeit über die Wiederverwertung hitzefester Bauteile für Industrieöfen über 1200 Grad brachte sie zu RHI. Ihre Stärken sieht die junge Forscherin dort, wo es um neuartige Verarbeitungstechniken geht und wo Teamgeist gefragt ist. Ich glaube, Frauen haben vielleicht ein besseres Gefühl dafür, ein besseres Gespür, ja, wie man im Team arbeitet und wie man soziale Kompetenzen herüberbringt. Vor 30 Jahren hat es bei den Veitscher Magnesitwerken, dem RHI-Vorgängerunternehmen, in der Forschung noch keine einzige Frau gegeben. Heute ist die rund 160 Personen umfassende RHI-Forschungsabteilung zu einem Drittel mit Frauen besetzt. Die Forscherinnenquote ist damit doppelt so hoch wie der Österreich-Schnitt von 16% in Privatunternehmen. RHI steuert von Leoben aus alle Forschungsaktivitäten im Konzern. Die Arbeit von Frau Königshofer und ihren Kollegen ist somit für 32 Fabriken maßgeblich.